Und da sind wir auch schon wieder bei Eternal Darkness. Im letzten Part haben wir das Kapitel mit Elia beendet und haben eine weitere Kapitelseite der Verschwörung verdächtig gefunden. Und ich würde auch sagen, wir wollen uns diese annehmen, denn es ist eine sehr, sehr interessante Kapitelseite, wie ich denn finde. Und es ist auch aktuell das Kapitel, das mich dazu bewegt hat, das Spiel weiterzuspielen. Ab diesem Kapitel fand ich es richtig interessant. Und wir wollen uns diese annehmen. From my research, it is apparent that the endeavors of mankind are mere puppetry at the hands of the ancients. Whenever a king vows reform, the ancients move quickly to stifle it. Under the auspices of Emperor Charlemagne the Frank, the new Holy Roman Empire was at the height of its power. Hanc mit ad dominum et imperatorum nostrum, Carolum magnum Francum. Deliver this to our Lord and Emperor Charlemagne the Frank. No one but him must see it. They are words for his eyes only. At once. Sorcery is this? A spell? I am bewitched. If this was meant for Charlemagne, then what will become of him? I have to warn him of this treachery. Der kleine Anthony hat er doch einfach in die Nachricht geblickt, die für Karl den Großen bestimmt war. Aber immerhin konnte er dadurch herausfinden, dass irgendein Zauber für Karl den Großen bestimmt war. Nur leider hat dieser Fluch jetzt den kleinen Anthony getroffen. Aber gut, nichtsdestotrotz wollen wir 814 nach Christus Karl den Großen warnen. Und ja, es spielt einige Jahrhunderte vor der Zeit mit Elia. Bedeutet, es ist ja nicht chronologisch sortiert, die Kapitelseiten, und es kann sein, dass wir willkürliche Sprünge machen. Müssen wir natürlich ein klein wenig drauf achten, wenn wir die Geschichte am Ende chronologisch sortiert in unserem Kopf haben möchten. Aber gut, wir schauen uns jetzt hier um, müssen Karl den Großen finden, in der kleinen Kathedrale mit dem Anthony. Anthony folgen die misstrauischen Blicke der Mönche, so als habe er unbefugt heiligen Boden betreten. Die Mönche wirken sehr gelassen oder respektlos oder aber furchtlos. Misstrauische Blicke verfolgen Anthony. Aber wir suchen noch Karl den Großen. Nachdem Anthony sein Anliegen vorgetragen hat, erfährt er von dem Mönch, dass Karl der Große sich in einer Audienz mit dem Bischof in dessen Besucherzimmer befindet. Aha, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, dem wir auch nachgehen möchten. Einmal ganz geschwind hier zu der Tür. Aus dem bischöflichen Besucherzimmer dringen gedämpfte Stimmen. Die Tür ist verschlossen und Anthony benötigt den bischöflichen Schlüssel, um eintreten und Karl den Großen um eine Audienz bitten zu können. Wir brauchen also den Schlüssel. Gut. Ist natürlich ärgerlich. Wir haben ja kaum noch Zeit zu verlieren. Wir wollen Karl den Großen schnellstmöglich natürlich warnen. So, hier haben wir nichts mehr versteckt, können uns auch hier nichts anschauen. Aber hier läuft ein kleiner Mönch wieder den Weg entlang, der nicht mit uns redet und uns den Weg versperrt. Du blöde Saubacke, geh weg, nein, du Sackgesicht. Gut, wir laufen einfach hier außen rum. Die Mönche sind nicht sehr freundlich, wie man sehen kann. Aber wir wollen natürlich noch mehrere Informationen erhaschen. Dem Mönch mitleiderregend schluchzend stehen Trauer und Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Er mahnt, dass es nicht der einzige Todesfall in letzter Zeit gewesen ist und fragt sich, ob dies die Bestrafung für eine Schwankung im Glauben sei. Ein Todesfall? Und dort vorne liegt sogar ein Sarg. Wollen wir mal natürlich ein wenig mehr in Erfahrung drüber, ja, einholen, in Erfahrung bringen.
komm mal her. Anthony wird von dem Mönch herzlich begrüßt, aber er bringt auch die schlimme Nachricht vom Ableben eines Mitbruders, der von einem Turm in den Tod stürzte. Der Mönch berichtet im ruhigem, zurückhaltendem Ton und Anthony fragt sich, ob er hier die Wahrheit hört. Von der Kathedrale einfach runtergefallen. Zack, tot. Kann passieren, aber warum? Selbstmord? Oder wurde er von jemandem runtergeschubst? Warum zweifelt Anthony an den Worten eines Mönchs? Die dürfen doch gar nicht lügen. Der Mönch informiert Anthony darüber, dass der Orden die Ankunft des Bischofs erwartet, so dass das Begräbnis stattfinden kann. Es wird eine lange Zeit des Trauerns einsetzen, da dies nicht der einzige Tote innerhalb des Ordens ist, der momentan beklagt werden muss. Mehrere Tote? Jetzt werde selbst ich skeptisch. Hier haben wir den Sarg. Aber wir wollen uns hier natürlich noch vorher andere Sachen anschauen, wenn dies denn möglich ist. Oben die schönen Fenster können wir uns leider nicht anschauen. Gut, dann gehen wir einfach mal hier ganz kurz zum Sarg, wollen ihn untersuchen. Ein Sarg aus naturbelassenem Holz. Er ist nicht richtig verschlossen und kann leicht geöffnet werden. Soll Anthony den Sarg öffnen? Eigentlich können wir das ja nicht bringen. Aber wenn wir es ja vielleicht ja, geschickt anstellen. Zack! Wow. Oh mein Gott, was ist das? This devil's work. We should get out of here. Das sieht aber nicht. Proven what we have feared the most. This poor man has been the victim of great evil. Look how his body has been defiled. As if something has burst out from inside him. Here, take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Anthony hat einen Skrammasax erhalten. Sehr schön. Und ja, ich wollte gerade schon sagen, das sieht ja nicht so aus, als wäre er hier einfach nur runtergefallen irgendwo. Irgendwas ist aus seiner Brust herausgebrochen anscheinend. Aber gut, wir haben, ein Skrammasax. Mit ihrer massiven Schneide kann diese Waffe der Franken und Sachsen tödliche Wunden zufügen. Sie ist für die Offensive gedacht und nicht so sehr für den defensiven Kampf. Also immer schön drauf auf dem Gegner ist sowieso meine liebste Art des Kämpfens. Eine Nachrichtenrolle. Nachrichtenrollen wurden oft zum sicheren Transport von Nachrichten benutzt. Auf dieser Rolle ist ein seltsames, fünfeckiges Diagramm mit merkwürdigen Buchstaben in jeder Ecke abgebildet. Als Anthony die Rolle öffnete, passierte etwas Seltsames. Dieses Etwas war für Kaiser Karl den Großen gedacht. Anthony vermutet einen Komplott gegen den Kaiser und schwört, dass er Karl den Großen, koste es, was es wolle, warnen wird. Auf jeden Fall sehr nobel vom Anthony. Und wir wollen ihm dabei natürlich unterstützen, haben jetzt einen Skrammasax erhalten und ja, eigentlich auch von einem Mönch die Erlaubnis erhalten, uns hier genauestens umzuschauen. Und ich frag mich gerade, warum müssen wir das machen? Das ist doch nicht unsere Kirche hier, soll doch der Mönch selber gehen. Aber gut, wir gehen die Treppen nun hinauf. Brauchen ja auch noch den Schlüssel, ist also eine sehr gute Gelegenheit für uns, wie ich denn finde. Und wir wurden irgendwohin teleportiert, als wir den Gang nach oben gelaufen sind. Und befinden uns doch in einer Art Kathedrale gerade wieder. Haben hier etwas, was wir untersuchen können. Und wir hören im Hintergrund Schreie. Paius Augustus, die zerschlagene Statue, die wir in seinem Kapitel zerschlagen mussten, um ja eine kleine Tür zu öffnen, hat hier ihren Platz gefunden. Und auch Elias Statue steht hier, wurde diesen Hallen hinzugefügt und Anthony läuft jetzt hier den Gang entlang. Und dort hinten befindet sich doch eine kleine, eklige Hand. Und auf dem ganzen Boden sind Gesichter schreiender Menschen, die herausquellen. Ja, lecker ist das nicht. Aber was haben wir denn hier? Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer lederhautartigen Hand hat, liegt ein geheimnisvolles Buch. Gebunden in Menschenhaut und aufwendig mit geschrumpften Knochen dekoriert. Es scheint zu rufen.
und nach einem Besitzer zu verlangen. Soll Anthony das Tome of Eternal Darkness an sich nehmen? Und ich würde grob behaupten, natürlich wollen wir das Tome of Eternal Darkness an uns nehmen. Auch Anthony hat die ganzen Geschichten gelesen. Das Einzige, was ich nur nicht ganz so verstehe, warum auch ja Elias Geschichte angezeigt wird, obwohl die zeitlich eigentlich danach passiert. Und was passierte gerade nur mit Anthony? Der sieht nicht mehr gesund aus und irgendwas, ja, scheint es mit diesem Fluch auf sich gehabt zu haben. Aber gut, wir wollen einfach weitermachen. Noch steht Anthony ja. Also kein Problem für uns. Und ja, wir haben das Tome of Eternal Darkness. Sehr schön. Aber ja, wahrscheinlich ist es ein magisches Buch of Eternal Darkness. Da spielt die chronologische Zeit keine Rolle mehr. Und man muss es nicht rational begreifen können, damit es einen Sinn macht. Sehr schön. Im Regal steht eine blaue Urne. Wollen wir uns mitnehmen? Anthony hat eine blaue Urne gefunden. Und da drin hat doch gerade irgendetwas gerasselt. Prüfen. Die glänzende Urne mit ihrer kobaltblauen Glasur strahlt eine überirdische Aura ab. Auf einer Seite befindet sich ein sonderbares Zeichen. Okay, es ist das Zeichen von Ulyaot. Und die Vase ist natürlich auch blau. Können wir die irgendwie benutzen? Als Anthony die Urne umdreht, gleitet sie ihm aus den Händen, fällt auf den Boden und zerbricht in viele Teile. Anthony hat eine zerbrochene blaue Urne aufgehoben. Anthony hat eine magische Rune gefunden. Runen sind der Schlüssel bei der Erstellung von Sprüchen. Runen sollten gesammelt und auf unterschiedlichste Weise kombiniert werden, um verschiedene Sprüche zu erstellen. Sprüche sind magische Formeln, die die natürlichen Fähigkeiten eines Charakters erweitern. Liste der Sprüche. Sie ist das Inventar aller Sprüche, die vorhanden sind. Hier können die einzelnen Sprüche ausgewählt, geprüft oder einer Schnellspruchtaste zugewiesen werden. Neuer Spruch. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Runenkombinationen können neue Sprüche erstellt werden. Runen, das Inventar aller vorhandenen Runen. Schnellspruch, die Belegung der Schnellspruchtasten kann hier eingesehen werden. Boah, sehr schön. Wir haben eine Liste der Sprüche und ja, drin vorhanden sind keine Sprüche. Ein neuer Spruch. Anthony, fehlen noch einige Komponenten, daher wird der Versuch, Sprüche selbst zu entdecken, vergebens sein. Oh, das ist aber schade. Runen. Wir haben eine kleine Rune mit einem Fragezeichen. Vielleicht werden wir noch mehr darüber herausfinden. Schnellspruch, Tastenbelegung, digitale Steuerkreuz nach oben, links, rechts, unten oder die Y-Taste. Wunderbar. Und dann wollen wir uns nur noch ein klein wenig weiter umschauen. Was haben wir denn hier? Untersuchen. Keine Details für uns, aber eine Feder, Papier und Bücher und Tinte. Sehr schön auf jeden Fall. Hier ebenfalls keine Details für uns. Können wir durch das Fenster blicken? Ja! Schwaches Sonnenlicht dringt durch die Fenster in den Raum. In den Lichtstrahlen, die den aufkommenden Schatten trotzen wollen, tanzen dünne Staubflocken. Das ist natürlich schön, wenn die hier rumtanzen. Gut. Und dann widmen wir uns diesem kleinen Tisch hier. Ein geheimnisvolles goldenes Medaillon liegt auf dem Tisch. Wenn keiner guckt, nehmen wir das einfach mal. Anthony hat einen Machtzirkel erhalten, mit drei Punkten drauf. Wunderbar. Machtzirkel zeigen die Stärke eines Spruches an. Je mehr Punkte er hat, desto stärker ist der Spruch in seiner Wirkung. Macht Sinn. Definitiv, aber gut. Mehr können wir hier immer noch nicht machen. Wir wollen uns die Bücherregale anschauen. Eine bemerkenswerte Anzahl von Büchern und dicken Wälzern ist peinlich genau in den Regalen eingeordnet. Die Bücher in der Hauptzahl religiöser Natur stehen in einer Staubschicht, so als habe noch niemand die Hand nach ihnen ausgestreckt. Oh, die armen Bücher. Sie brauchen doch auch ihre Daseinsberechtigung. Aber gut, wir schauen uns das nächste Bücherregal an. Bekommen hier keine Details. Und das mittlere?
Und Anthony sieht wirklich nicht gesund aus. Er hat ein klein wenig an Farbe verloren, wie ich den finde. Zwischen all den Büchern und Manuskripten verlangt ein Buch besondere Aufmerksamkeit. Es steht vom Staub, unberührt im Regal. So als gehöre es eigentlich gar nicht dorthin. Soll Anthony das Buch nehmen? Ja. Und ein kleiner Geheimgang öffnet seine Pforten für uns und dann wollen wir, ja, dem natürlich auch nachgehen und gehen hier hinunter. Könnten wieder hinaufgehen, lassen wir aber, glaube ich, und gehen hier weiter. Ein kleiner bandagierter Zombie von Xelotas. Dem wollen wir fertig machen. Unser Schwert bei der Hand, kein Problem, wunderbar. Und ja, wir sehen, dass er eine kleine Rune in seinem Körper hat. So, weichen hier geschickt aus und zack. Einmal draufgehauen. Da hinten kommt schon der nächste angetrottelt. So, auch dem wollen wir kurz einmal den Kopf abhauen. Wunderbar. Und der größere hier hält auf jeden Fall ein paar mehr Schläge aus. Aber auch er fällt gen Boden. Wunderschön. Anthony hat eine magische Rune gefunden. Die sieht auch sehr schick aus. Ab in unser Inventar damit. Wunderbar. Wir wollen einmal einen Finalschlag ausführen. Und der Anthony schmeißt sein Schwert einfach gegen Boden. Und es bleibt dann auch dort stecken. Und er zieht es einfach wieder raus. Sehr schön, der Finalschlag von Anthony. Wir wollen uns das Ganze noch einmal anschauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, wir sehen, Anthony hat eine hohe Verstandsanzeige und auch eine hohe Lebensanzeige. Finde ich aktuell sehr schön. Und wir durchtreten diese Tür. Oh, da wird einer von kleinen, verschrumpelten Zombies angegriffen. Von den Schwächsten. Kein Problem für uns. Und wir haben gerade etwas erkannt. Die mögen wohl kein Feuer. Wir laufen einmal ganz rasch hier hin, wollen das nehmen. Anthony hat eine Fackel erhalten. Wollen sie uns anschauen, prüfen. In der Antike war die Fackel eine gebräuchliche Lichtquelle. Sie kann dazu benutzt werden, Anthony den Weg auszuleuchten oder Gegner in Brand zu setzen. Wunderbar, wollen wir uns natürlich ausrüsten, da es dadurch heller wird und wir die Zombies mit einem Streich vernichten können. Sehr praktisch. Zumindest diese kleinen Zombies hier. Und da kann ich euch direkt mal wieder eine kleine Insider-Information erzählen. Wahrscheinlich habt ihr euch das aber sowieso schon gedacht. Diese verschrumpelten Zombies sind die Zombies von Mantorok. Und ja, die sind so verschrumpelt und schwach, da Mantorok ja auch ziemlich geschwächt wurde in den letzten Jahrhunderten. Und ja, keine Kraft mehr für die Zombies übrig blieb. Aber umso besser für uns. Die Zombies können uns dadurch fast nichts mehr anhaben. Sind nur noch kleine Hindernisse. Und wir wollen mit dem Mönch reden. Dankbar, noch am Leben zu sein, berichtet der Mönch von den Geschehnissen. Er war gerade dabei, eine geweihte Urne vom Taufbecken zu transportieren, als er sich dem Bischof gegenüber sah. Dieser schwang ein großes Schwert und in seinen Augen loderte ein wildes Feuer. Starr vor Angst ließ der Mönch die Urne fallen und rannte weg. Als er später zurückkam, um die Urne zu holen, fand er stattdessen nur das Schwert des Bischofs vor. Dankbar für seine Rettung überreicht der Mönch Anthony das Schwert des Bischofs. Anthony hat ein zweischneidiges Schwert erhalten. Sehr schön. Wollen wir uns doch direkt einmal anschauen, aber erstmal wollen wir uns ja die zerbrochene blaue Urne nochmal anschauen. Diese Urne ist in viele Einzelteile zersprungen. Vielleicht kann sie repariert werden. Mit viel Geduld und Kleber sicherlich, aber warum sollten wir uns darum kümmern? Ist doch nur die Urne der, ja, Kathedrale hier. Sollen die sie doch selber reparieren? Echt mal. Ein Schwert mit zwei scharfen Kanten, auch Bastardschwert oder Einhalbhänder aufgrund der Länge des Hefts genannt. Es kann mit einer Hand geführt werden, während die andere es unterstützt. Ein mächtiges Schwert. Zack! Und Anthony schreit bei einem Angriff fast so wie Link. Aber gut, wir wollen uns die Fackel wieder ausrüsten, denn dadurch wird das ganze Bild ein klein wenig heller und das finde ich doch aktuell sogar angenehmer. Hier liegt etwas auf dem Boden. Anthony hat einen Teil einer zerbrochenen grünen Urne erhalten. Hier liegt noch etwas auf dem Boden. Anthony hat einen Teil einer zerbrochenen grünen Urne erhalten. Mix. Zwei oder mehr Items können miteinander zu einem Item verbunden werden. Prüfen. Dies scheint ein Drittel einer zerbrochenen Urne zu sein.
Teil einer grünen Urne. Dies scheint ein Drittel einer zerbrochenen Urne zu sein. Sehr gut zu wissen. Ein Drittel. Wo ist denn dann das dritte Drittel? Ah, Anthony hat einen Teil einer zerbrochenen grünen Urne erhalten. So, wollen wir nochmal ausprobieren? Zack, Mix mit. Also ein Teil einer grünen Urne mit einem Teil einer grünen Urne. Und Anthony hat zwei Drittel einer zerbrochenen grünen Urne zusammengetragen. Fleißig, fleißig, der Anthony. Hat er denn so viele unterschiedliche Taschen, um ein Teil der grünen Urne, noch ein Drittel der grünen Urne und ein Drittel der grünen Urne alle separat irgendwo aufzuheben? Aber egal, wollen wir diese Mechanik gerade mal nicht in Frage stellen. Und Anthony hat eine zerbrochene grüne Urne zusammengetragen. Fleißig, fleißig, der Anthony. Wunderbar. An dieser Stelle würde ich aber erst einmal den Part beenden und wir wollen uns dann doch im nächsten Part ein klein wenig weiter ins Innere der Kathedrale begeben, denn es gilt immer noch, den Schlüssel zu finden. Und ja, wenn wir den Bischof auf dem Weg finden sollten, wäre das natürlich auch nicht so verkehrt. Dann könnten wir mal ja, ein paar Sachen in Erfahrung eventuellerweise bringen. Aber all das erst im nächsten Part. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid, wenn es heißt, dass es hier weitergeht in Eternal Darkness. Bis denn dann. Ciao!